So, da sind wir schon wieder zurück mit dem nächsten kleinen Tipp für euch, beziehungsweise in meinem Fall der einzige Ausweg. Ich zeige es euch gerade, weil wie ihr seht, ich bin auf einer Insel gefangen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es dem einen oder anderen auch so gegangen, aber mein Spawnpunkt ist halt komplett von Wasser umgeben. Kein dunkler Wald, kein Nix, kein Eis, kein anderes Biotom. Ob es jetzt ein Fluch ist oder Segen, wird sich vielleicht später zeigen, wenn ich die Insel hier weiterspiele, beziehungsweise die komplette Welt. Aber wie ihr seht, unser erster Boss ist da drüben, aber ich habe mal probiert rüber zu schwimmen. Ich könnte es wahrscheinlich schaffen, aber ich glaube, wir gehen darauf nur mal sicher und bauen jetzt unser erstes Boot. Dafür gehen wir wieder auf unseren Hammer, Rechtsklick, dann gehen wir hier hin. Ja, unser Floß. Was fehlt uns da? Eine Werkbank. Was müssen wir also herstellen? Eine Werkbank. So, jetzt hoffe ich nur, Punkt 1, ich kann die hier überhaupt hinsetzen. Zack, da haben wir die Werkbank. Dann gehen wir wieder auf Rechtsklick. Dann gehen wir auf Verschiedenes. Und was sehen wir? Unser Floß ist jetzt baubar. Also wir brauchen definitiv die Werkbank. Vergesst nicht, das Holz auch für die Werkbank mitzunehmen. Und kann auch nicht schlecht sein, wenn da noch eine Werkbank rumsteht. So, jetzt geht's los. Wir drehen das Ganze. Beim ersten Mal habe ich nämlich den Fail gemacht, dass ich das Floß ins Wasser gelassen habe. Und zwar genau falsch rum. Aber so rum sollte es genau richtig sein. Und zack, einmal linksklick. So. Jetzt geht es schon weiter. Ich habe ja auch unten in den Titel eingeschrieben, Steuerung etc. pp. Ihr bekommt alles erklärt. Hier hinten ist eine kleine Leiter, also man kann es vorschubsen. Und hier ist noch eine Leiter. Dann, das Steuerbord ist hier hinten rechts, beziehungsweise Ruder. Dann machen wir einmal E. Und jetzt sehen wir schon, wenn ihr rechts unter der Map guckt, der Wind kommt jetzt von rechts. Der Wind ist manchmal wichtig. Weil bei meiner Frau und mir auf der Map haben wir dann den Ozean zwischen uns und dem Uralten. Das ist der zweite Boss. Deshalb, wir müssen über den Ozean tackern. Und haben das Ganze aber auch mit dem Floß gemacht. So, jetzt erkläre ich nur ganz kurz die Steuerung. Die Steuerung ist wie folgt. Rechts und links erfolgt über die A- und D-Taste. A ist für links, D ist für rechts. So, dann kann man zurück. Wie man sieht, oh, funktioniert sogar. Na gut, der Wind kommt auch genau richtig jetzt für zurückzufahren. So, das Ganze funktioniert mit S und nach vorwärts geht es mit W. So, jetzt nur noch gucken, hier ein bisschen nach rechts, dass wir da drüben ankommen. Und genauso ist es auch auf dem Ozean. Aber Stand jetzt, wir sind dreimal über den Ozean getuckert, bis jetzt ist unser Boot noch nie gekentert. Also es funktioniert, aber ich habe dann auch gelesen, es ist besser, wenn man sich ein großes Boot holt, beziehungsweise die Erweiterung, aber so weit sind wir noch nicht. Schande über unser Haupt. Wir spielen das Spiel halt wirklich langsam, würde ich sagen. Aber hier, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da, vergesst es bitte nicht. Gerne ein Abo da lassen, falls ihr noch kein Abonnent seid. Ist jetzt, glaube ich, das 18. Video, was ich hochlade für euch, für Tipps und Tricks. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns vielleicht entweder im Livestream oder im nächsten Video, wenn euch irgendwas interessiert oder ihr nicht weiterkommt. In dem Sinne würde ich sagen, euch noch einen schönen Tag und haut rein.